Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Unterstützerinnen, liebe Unterstützer des Österreichischen Roten Kreuzes. Sie alle haben in den vergangenen Monaten Ihre soziale Verantwortung wahrgenommen. Es war wirklich eindrucksvoll zu sehen, wie Sie in den letzten Monaten nicht nur das Österreichische Rote Kreuz, auch andere Organisationen unterstützt haben. Nur mit Ihrer Unterstützung sind auch viele der Aktivitäten, die das Österreichische Rote Kreuz in diesem Pandemieeinsatz zu tätigen hat, möglich geworden. Und dafür möchte ich ganz, ganz herzlich Danke sagen. Dadurch, dass ich ja aus dem Rettungsdienst komme, sind wir es durchaus gewohnt, mit großen Belastungen noch umzugehen. Wir machen den Corona-Test bei Ihnen heute. Ganz genau. Wunderbar. Beim Roten Kreuz zu arbeiten bedeutet für mich, wenn die Menschen uns brauchen, dass wir für die Menschen da sind. Und ich denke, jetzt in der Corona-Zeit ist das umso stärker auch der Fall. Wir unterstützen letztlich mit unserer Expertise und der Einsatzerfahrung nicht nur in Österreich, sondern weltweit, sozusagen auch in vielen anderen Ländern und auch in der Beschaffung der so dringend notwendigen persönlichen Schutzausrüstung. Wir hatten die Speuergebiete in Tirol, das war St. Anton, das war Bad Znaun und das war die Gemeinde Sölden. Wir als Rotes Kreuz waren wirklich die einzigen, die in dieses Speuergebiet hinein durften. Ohne der logistischen Leistung vom Roten Kreuz Tirol wäre eine Versorgung des medizinischen Personals de facto nicht möglich gewesen. Wir wissen jetzt schon, dass es Schülerinnen und Schüler gibt in Österreich, die ein riesengroßes Problem haben mit dem Bereich des Distance Learning. Am Anfang haben wir einfach komplett zu gehabt, weil da mussten wir uns erstmal ein Konzept überlegen, wie wir jetzt weitermachen mit den Kindern. Man hat aber schon auch gemerkt, dass die Eltern auch die Hilfe brauchen. Wir haben die Kinder jeden Tag angerufen und eine Stunde dann mit ihnen gemeinsam über WhatsApp Hausübung gemacht. Hallo Jasmin. Am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, wie das alles funktionieren soll mit dem Distance Learning, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es den Umständen entsprechend eine super Lösung ist. Es war eine große Veränderung im Leben von unseren Klienten. Durch diese Kontakteinschränkungen sind einerseits die Angehörigen nicht so oft zu Klienten gefahren und wir sind die einzigen Besucher, oftmals, die halt eine Verbindung zur Außenwelt darstellt. Grüß Gott, Frau Kluber. Grüß Gott. Wie geht es Ihnen heute? Sie sind wirklich so liebevoll in Ihrer Betreuung, dass man sich es nicht besser wünschen kann. Sobald wir gehört haben, dass die Geschäfte zusperren und die Gastronomie zusperrt, war klar, dass da einiges Neues auf uns zukommen wird. Unsere Aufgabe ist die Absicherung der Lebensgrundlagen. Und da haben wir sehr viele Anfragen bekommen von Menschen, die normalerweise einen Fuß in der Arbeitswelt haben. Ja, also das war eine ganz neue Zielgruppe auch für uns, eine neue Erfahrung, weil da oft das Schamgefühl viel höher war, weil die Leute einfach gewohnt waren, dass sie ihr Leben alleine meistern. Ich habe mir schon länger darüber Gedanken gemacht, wie ich meinen Beitrag leisten kann zur Gesellschaft. Erster Tag Lockdown, die Verunsicherung, wie funktioniert das jetzt? Es war schwierig. Neue Räumlichkeiten mussten organisiert werden, auch wegen den Abstandregeln. Es musste alles viel größer gemacht werden. Wir haben erlebt, dass sehr viele junge Leute gekommen sind. Und das ist natürlich ganz was Tolles, weil einfach die jungen Leute die Zukunft sind für das Blutspendewesen in Österreich. Am Anfang der Covid-Krise hat man Covid als Gesundheitsproblem betrachtet. Es ist relativ rasch klar geworden, dass
Covid mehr als ein Gesundheitsproblem ist. Besonders dringliches Handeln ist dann erforderlich, wenn wir sehen, dass Gesundheitssysteme am Kippen sind oder gekippt sind bereits. Und es ist auch dann notwendig, wenn wir erkennen, dass der Lebensunterhalt der Menschen bedroht ist. Die Menschen haben gesehen, da ist jemand, der sich um euch kümmert, der sich ohne wirtschaftliches Interesse, ohne irgendwelche Hintergedanken einfach aus Liebe zum Menschen diese Aufgabe verschreibt und versucht, möglichst gut Hilfe zu leisten. Ich glaube, dass durch diese Krise der Zusammenhalt in der Kollegschaft schon noch besser geworden ist. Jeder hat angepackt, was anzupacken war. Und der Zusammenhalt beim Roten Kreuz ist einfach ein ganz anderer. Ja, wir sind ein gutes Team, wir sind ein gut eingespieltes Team. Man kann die Kinder zum Lachen bringen, indem man sich selber irgendwie nicht ganz ernst nimmt. Ich habe in den letzten Monaten mehr Zeit mit Kollegen verbracht als mit meiner Familie. Dank meiner Familie dafür. Wir haben ein gutes Team und ich arbeite sehr gerne mit unseren Kolleginnen und Kolleginnen. Das Rote Kreuz hat schon die Kraft, um Menschen zu helfen. Das ist eine für mich persönlich sehr positive Erfahrung, in Covid auch erlebt zu haben, wie unmittelbar positiv auch die Reaktionen der Menschen gegenüber dem Roten Kreuz sind. Wir leben in einer Zeit besonderer Herausforderungen. Neben der Corona-Pandemie, die ja eine ungewohnte und neuartige Herausforderung ist, haben wir den Blutspendedienst in ganz Österreich zu gewährleisten. Wir haben den Rettungsdienst zu gewährleisten, die Hauskrankenpflege. Eine Fülle von Aufgaben, die wir auch von der Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so beachtet, an den Rändern der Gesellschaft vollbringen. Und das alles wäre nicht möglich, wenn wir die entsprechende Unterstützung erhalten würden. Und so darf ich mich bei allen Unternehmungen in Österreich bedanken, die ihrer sozialen Verantwortung sich bewusst sind und die uns in großartiger Weise unterstützen. Dafür ein herzliches Dankeschön.